Lieblingsgitarren natürlich für den guten Zweck. Jens Ehm hat die ganze Aktion für uns begleitet. In der Bertramstraße in Köln-Kalk war am Donnerstagmittag einiges los. Zwischen Rigipsplatten und Bauarbeitern lud der Kalker Kindermittagstisch in seine noch nicht fertiggestellten neuen Räumlichkeiten zu frisch gemachten Reibekuchen ein. Der Kölner Sänger Micky Brühl war ebenfalls vor Ort und übergab seine Gitarre, die zugunsten des Kalker Kindermittagstisches versteigert wird. Auf dem Instrument hatten sich diverse Kölner Künstler, wie beispielsweise Jean Pütz, die Brinks und die Blackfoes, verewigt. Aufmerksam auf den gemeinnützigen Verein wurde Micky durch das Lied Mingstadt, das der Sänger Jamie Davis zusammen mit den Pens des Kindermittagstisches aufgenommen hat. Daraufhin schlug er spontan ein gemeinsames Projekt vor. Mir hat das total gut gefallen, was der Jamie hier mit den Kindern und die Frau Lorscheid hier auf die Beine gestellt hat, auch musikalisch natürlich. Und so habe ich ihn angesprochen. Ich sage, lass uns zusammen was machen. Das wurde dann auch mit Begeisterung aufgenommen und seitdem arbeiten wir zusammen. Sehr erfolgreich. Der Kalker Kindermittagstisch, der 2009 von Elisabeth Lorscheid gegründet wurde, bietet den Kindern jedoch nicht nur Aktivitäten wie das Musikprojekt oder gemeinsame Ausflüge. In erster Linie geht es den Verantwortlichen darum, dass jedes Kind mindestens einmal am Tag etwas Warmes zu essen bekommt. Der Zulauf von Kindern aus der Umgebung ist dementsprechend groß. Wir haben vor 4 Jahren angefangen, im August, mit 4 Kindern. Und über die Jahre haben wir jetzt, wie gesagt, 120 Kinder. Wir finanzieren uns nur durch Spendern und Sponsoren, werden öffentlich nicht unterstützt von der Stadt oder dem Land. Und kann ich vielleicht mal hier loswerden, dass ich mal ein Dankeschön an unsere Spender und Sponsoren und Förderer mache, weil ohne die müssten wir morgen die Tür schließen. Damit das nicht passiert, wird die Gitarre in den kommenden 3 Wochen über das Internet-Auktionshaus eBay zur Versteigerung angeboten. Sie ist unter dem Namen Kalker Kindermittagstisch 2013 zu finden. Und der Erlös fließt in neues Inventar sowie die noch anstehenden Renovierungsarbeiten. Neben Spenden aus der Bevölkerung wird der Verein auch von Wir helfen, der Hilfsaktion des Kölner Stadtanzeigers, unterstützt. Ja, und wir bleiben direkt beim Thema kölsche Musik. Fans regionaler Musikkapellen.